Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, zeige ich euch mal, wie man einen Friedhof in Minecraft baut. Den ganzen habt ihr schon im Intro gesehen, also im Pre-Intro. Und ja, das ist gedacht, weil Halloween ja ansteht, vor der Tür steht, fast schon. Der Tag, den ich das aufnehme, ist der 9.10. Also lange geht's nicht mehr. Und ja, ich habe mir auch schon mal so einen schicken Skin geholt. Ja, feine. Und ja. So, Ego-Perspektive. Und zwar habe ich dafür ebenfalls einen Command benutzt. Den sehen wir hier. Und ja, ich kann euch das Ganze nochmal zeigen. Ja. Moment. So, jetzt. Also, und zwar habe ich hier schon mal den Friedhof vorgebaut. Ich zeige es jetzt einfach nochmal hier so. Wunderschön. Und dazu habe ich... Den habe ich nicht benutzt, weil es nicht funktioniert. Also ein paar Sachen in dem Command funktionieren nicht. Ich weiß jetzt nicht warum, und ich mache gleich mal Tag. So. Aber ich habe auf jeden Fall das Scary Pumpkin, das Human Skeleton und die Scary Trap verwendet. So, also wenn ihr diesen Command auch haben wollt, dann geht ihr mal in die Videobeschreibung. Da ist die Internetseite, wo ihr den Command holen könnt, und das Video vom Ersteller des Commands verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen, könnt euch den Command holen, könnt selber sowas bauen. Und ja, also hier habe ich, wie man hört, ein paar von den Scary Traps hier hingepackt. Dann, das ist ein Human Skeleton. Ganz einfach. Ja, ich zeige euch auch nachher noch die Crafting-Rezepte. So, hier haben wir den Scary Pumpkin, und dann haben wir schon alles gesehen, was ich verwendet habe. Im Friedhof sind nochmal irgendwo irgendwelche Scary Traps verwendet worden. Und ja. Dann Destroy Item. Und jetzt schauen wir uns die Crafting-Rezepte an. Ich habe jetzt noch nichts vorbereitet, ihr seht hier. Activaten kann man hier, deactivaten kann man auch. Item Recipes. Jetzt sind wir hier im Chat, was wir alles craften können. Nein, ich gehe da jetzt nicht hin, sonst stören die uns. Also, für eine Magic Clock brauchen wir einen Netherstern. Netherstern ist hier. Und eine Clock. Die können wir droppen. Und dann kriegen wir eine Magic Clock. Wenn wir die droppen, wird zwischen Tag und Nacht gewechselt. Ganz einfach. So, für eine magische Pflanze muss ich einen Pilz auf eine gefüllte Cauldron packen. So. Warte, das packe ich gleich mal hier hin. Das werden wir nochmal brauchen. Cauldron und Pilz. Ich habe eine Magic Plant. Die funktionieren irgendwie nicht. Also da wäre dann einfach ein Gas, der rückwärts bohrt, und dann so die Fühler-Dings, keine Ahnung, wie man die nennen soll, hin und her wehen. Als wäre es eine magische Pflanze. So. Pumpkin Balloons. Dreimal Pumpkin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dreimal String. 1, 2, 3. Der funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Geht irgendwie einfach nicht. Für das Human Skeleton brauchen wir 5 Knochen. 1, 2, 3, 4, 5. Und einen Skelettkopf. Da. Und wir kriegen ein Human Skeleton.
Sieht dann ja so aus. Dann für das nächste, für die Scary Trap, brauchen wir einen Notenblock und den droppen wir auf die Cauldron. Wir kriegen eine Scary Trap. Ja, können wir. Gut, so. Dann für einen Grave brauchen wir 2 Dirt. 1, 2. Und eine Stone Slab. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. So, allerdings das letzte funktioniert. Dann wieder Scary Pumpkin. 1 Jack-O-Lantern. Auf eine gefüllte Cauldron. Und wir kriegen einen Scary Pumpkin. Dieser steht dann da. Und sobald wir uns nähern, würde da ein Blitz erscheinen. So, das sind die Sachen. So funktioniert der Command. Ja. Verdammte Scheiße. Okay. Gut. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das getan hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!